Willkommen zur vierten und vorerst letzten Ausgabe des Formates Der Sündenfall von. Wisst ihr, es gibt eine Menge Studios, die der Sünde verfallen sind. Doch einer toppt sie alle und ist schlimmer als alle anderen. Heute geht es um ein Studio, dessen Entwickler einst als Götter der Gamer und Heiden der Eltern gesehen wurden. Und regelrecht ein Mann hat dieses Unternehmen dazu gezwungen, den Apfel der Sünde zu essen. Heute werdet ihr den Namen des Satan der Gaming-Industrie kennenlernen. Denn heute reden wir über Activision Blizzard und ihren Sündenfall. Doch zuerst, lass das Intro rollen. Willkommen Leute, eine Woche und ein neuer Sündenfall. Um den heutigen Fall eines Sündenfalls zu verstehen, müssen wir durch mehrere Kapitel durch. Deswegen beginnen wir mit Kapitel 1. Der Aufstieg einer Legende. Im Jahr 1991 wurde Blizzard gegründet. Damals hieß die Firma allerdings noch Silicon Synapse, falls ich das so richtig ausgesprochen habe. Und ihre ersten Spiele waren Titel wie Rock'n'Roll Racing oder The Last Viking. 1994 wollte man sich dann umbenennen, eigentlich in Chaos Studio. Das gab allerdings rechtliche Probleme und dann hat man noch einen neuen Begriff gesucht, den man cool fand und ist dann hinterher bei Blizzard hängen geblieben. Kurze Zeit später kam dann das Spiel raus, das Blizzard groß machen sollte. Nein, nicht World of Warcraft, sondern Warcraft Orcs and Humans. Ab hier war der Erfolg von Blizzard quasi vorprogrammiert. Doch bevor sein Meisterwerk, sein Messias World of Warcraft kam, schuf Blizzard erstmal ein paar seiner Erzengel. Und der erste von ihnen war ironischerweise Diablo. In diesem 1996 erschienenen Spiel wandert man durch die Unterwelt mit dem Ziel, den Teufel zu töten. Das Spiel war ein Riesenerfolg und wurde mit Preisen überhäuft. 1998 kam ihr zweiter Erzengel StarCraft auf den Markt, ein Echtzeit-Strategiespiel. Nach der Fortsetzung von Diablo im Jahr 2002 war es dann im Jahr 2004 soweit und das Magnus Opum Blizzards wurde geschaffen. World of Warcraft, das wohl vielleicht berühmteste Videospiel, das jemals geschaffen wurde. Es gab nicht nur Memes und unzählige Nachmacherspieler davon. Nein, World of Warcraft war ein Phänomen. Sei es mit so Geschichten wie Corrupted Blood, der ersten digitalen Pandemie überhaupt oder der Folge in South Park. Mom, Schüssel! Was denn, Schatz? Mom, Schüssel! Oh, das nenne ich einen großen Jungen. Blizzard schien unfehlbar zu sein. Es gab nicht nur einen Riesenhaufen Cosplayer und sogar eine eigene Convention, nämlich die BlizzCon. Nein, man hat auch noch Activision geschluckt. Doch zu diesem Zeitpunkt zogen bereits dunkle Wolken am Himmel auf. Der letzte Sonnenstrahl fiel auf Blizzard mit dem Release von Overwatch. Overwatch war damals auch wieder unheimlich erfolgreich, doch wuchs hier bereits das Krebsgeschwür. Aber kommen wir erstmal zu Kapitel 2. Die dunklen Wolken ziehen auf. Mit der Zeit veränderte sich etwas bei Blizzard und die wohlige, warme Heimat wurde kalt und düster. Es fing mit kleinen Dingen an. Für World of Warcraft gab es immer mehr Extension Packs, die aber nicht von allen unbedingt gerne gesehen waren. Viele Fans wünschten sich ein WoW Classic, was ihnen Blizzard jedoch stets verweigerte. Aber nicht nur, dass Blizzard ihn das stets verweigerte, Blizzard meinte auch noch, sie bevormunden zu müssen und ihn erklären zu wollen, dass sie glauben, sie wollten es, aber es eigentlich nicht wollen würden. No. And by the way, you don't want to do that either. You think you do, but you don't. But you don't. But you don't. Ja, es kommt immer gut an, Leute zu bevormunden und anderen zu erklären, was sie wollen. Gute Idee, Blizzard. Das war für viele Fans ein Grund, einfach selber Server zu hosten, auf dem man noch das alte WoW Classic spielen konnte. Das passte Blizzard aber überhaupt nicht und so klagte man einfach jeden Betreiber von privaten Servern, auf denen WoW Classic lief, einfach weg.
Als klar wurde, dass auch der letzte private Server offline gehen muss, trafen sich tausende Spieler in-game für einen Massensuizid und sprangen einfach eine Klippe herunter. Das war ihre Art, einen Abschluss für World of Warcraft zu feiern. In den Jahren verließen immer mehr und mehr Spieler World of Warcraft, so dass Blizzard irgendwann dann doch eine eigene Version von WoW Classic rausbrachte. Nicht aus Liebe zur Community, sondern einzig und allein wegen des Geldes. Und apropos Geld, eine altbekannte Sünde, die wir schon aus den letzten Teilen kannten, hat auch hier nicht auf sich warten lassen. Und zwar der Sündenfall der Gier. Denn natürlich waren auch bei Blizzard In-App-Käufe und unfaire Vorteile nicht weit weg. Denn gerade in den High-Levels gab es wieder viele Items zu kaufen, die einem einfach einen unfairen Vorteil im Spiel gebracht haben. Auch das Klingeln der Kassen der Glücksspielindustrie wurde für Blizzard immer lauter und deutlicher und attraktiver und bekam seinen Höhepunkt der Scheißigkeit mit Hearthstone. Doch ob ihr es glaubt oder nicht, das war nur der Anfang des Krebsgeschwürs. Denn wir kommen jetzt erstmal zu Kapitel 3. Der Teufel im Auge des Storms. Es gibt ja in jeder Firma schwarze Schafe. Aber wenn das schwärzeste Schaf plötzlich CEO bzw. der Chef des Unternehmens wird, dann gibt es ein großes Problem. Und dieser Mann sollte der Teufel persönlich sein. So rückte bereits im Jahr 2008 der vielleicht meistgehasste CEO der Gaming-Industrie immer mehr ins Rampenlicht. Und sein Name war Bobby Kotick. Aber warum ist dieser Mann der Teufel? Nun, passt auf. Nun, es fängt schon damit an, dass er nach der Fusion mit Activision folgenden Satz gedroppt hat. Wir müssen den Spaß daraus nehmen, Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Das macht ihn doch erstmal richtig sympathisch für alle Gamer, oder? Aber was hat er denn jetzt konkret gemacht? Nun, dafür haben wir eine ganze Liste. Bobby Kotick droht seinen Angestellten mit dem Tod. In einem Artikel des Wall Street Journals berichten zwei ehemalige Assistenten von Bobby Kotick, dass sie nicht nur bei der Arbeit belästigt wurden, nein, sie bekamen auch Voice-Nachrichten, in denen Bobby Kotick ihnen mit einem Auftragsmord gegen sie drohte. Wenn das mal nicht ein sympathischer Arbeitgeber ist. Punkt Nummer 2. Bobby Kotick wollte eine Klarnamenpflicht für alle Blizzard-Spieler einfügen. Die angebliche Begründung wäre, um die Community weniger toxisch zu machen. Das gab natürlich einen riesigen Shitstorm und er musste erstmal zurückrudern. Punkt 3. Er war derjenige, der den Online-Zwang für Diablo 3 unbedingt durchsetzen lassen wollte. Punkt 4. Bobby Kotick hatte ein Problem damit, dass Spieler untereinander wertvolle Items in Diablo handeln. Aber nicht, weil er ein Problem mit dem Handel an sich hatte, sondern weil er daran lieber selbst Geld verdienen wollte. So gab er den Auftrag, einen In-Game-Shop zu implementieren, bei dem man diese wertvollen Items mit Echtgeld kaufen kann, was natürlich auch wieder einen unfairen Vorteil gibt und das ganze Spiel zu Pay-to-Win macht. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass es in diesem Spiel eigentlich ums Looten geht und es sogar Leute gab, die ihr Lebensunterhalt damit verdient haben, wertvolle Items in Diablo zu verscherbeln. Damit hat er auch erstmal ein paar kleine Existenzen vernichtet, die sich jetzt was anderes suchen mussten. Nummer 5. Activision Blizzard hatte einen ziemlichen Shitstorm am Arsch, mit dem wir uns später noch beschäftigen. Aufgrund dessen haben viele Spieler ihre Abos bei Blizzard gekündigt, wodurch die Gewinne eingebrochen sind. Was ist also das erste, was Bobby Kotick macht? Nun, entlassen wir erstmal ein paar hundert Mitarbeiter. Das war nur eine kleine Auswahl an Sachen, die Bobby Kotick so verbrochen hat. Aber auch das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs. Also kommen wir zu Kapitel 4. Die Firmenpolitik von Activision Blizzard. Kennt ihr China? China ist so eine lustige kleine Diktatur, die von Winnie the Pooh geführt wird, Muslime in Konzentrationslager sperrt und seiner Nachbarinsel Taiwan regelmäßig mit dem Krieg droht. Ist also ein richtig sympathisches Ländchen. Wir schreiben das Jahr 2019 und wie einige von euch sich vielleicht noch erinnern, soll Hongkong seinen Sonderstatus verlieren und damit in das restliche Regime eingegliedert werden.
Viele Bewohner von Hongkong demonstrieren also für Menschenrechte und Freiheit. Zur selben Zeit findet das Hearthstone Grandmaster Turnier statt und der Sieger des Turniers solidarisiert sich im Nachhinein bei einem Interview mit den Demonstrierenden in Hongkong. Und wie hat daraufhin Activision Blizzard reagiert? Richtig, Activision Blizzard findet Menschenrechte nicht so wichtig und cool. Also wird der Spieler für alle zukünftigen Turniere gebannt. Das Preisgeld, das er bereits gewonnen hat, wird ihm einfach weggenommen. Alle Aufnahmen, die sie konnten, haben sie vernichtet und die Kommentatoren wurden ebenfalls gefeuert. Yay, ein riesiger Shitstorm zog auf. Aber warum hat Blizzard das gemacht? Ich meine, das war ja irgendwie zu erwarten. Nun, es gibt da so einen kleinen, lustigen chinesischen Konzern, der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Die Rede ist von Tencent. Und Tencent ist einer der Aktionäre von Activision Blizzard. Und ja, Tencent hat dann einfach gedroht, dass wenn Blizzard nicht durchgreift, einfach die Finanzierung ihrerseits gestoppt wird. Ich meine, versteht mich nicht falsch, es geht hier wirklich um eine Menge Geld, ne? Aber mal zum Vergleich. Bobby Kotick verdient bei Blizzard um die 400 Millionen Euro. Aber auch viele bei Blizzard fanden das ehrlich gesagt ziemlich uncool und haben sich entsprechend den Demonstranten angeschlossen und sich auch dagegen ausgesprochen. Und wie hat Blizzard reagiert? Sie haben einfach alle gefeuert, die sich mit den Demonstrierenden solidarisiert haben. So pisst man natürlich die gesamte Community und der eigenen Belegschaft ziemlich gut ans Bein. Die Reaktion aus der Gamer-Community war, gelinde gesagt, katastrophal. Tausende Menschen kündigten ihre Abos und zogen sich von Blizzard zurück. Aber das Ganze wurde dermaßen zu einer Shitshow, dass Activision Blizzard am Ende doch einknicken musste und das Preisgeld zurückgegeben hat. Tja, lohnt sich halt nicht immer scheiße zu sein. Aber die Konsequenzen haben wir schon vorhin in Kapitel 3 besprochen, und zwar Massenentlassungen. Wir kommen zu Kapitel 5. Frauen und die Firma. Hier nochmal eine kleine Triggerwarnung. Es wird jetzt um sexuelle Belästigung, Missbrauch und teilweise Vergewaltigungsvorwürfe gehen. Es folgt also harter Tobak. Wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, euch mit solchen Themen zu beschäftigen, dann skippt den Part lieber und geht zum Schluss des Videos. Wir schreiben das Jahr 2021 und Activision Blizzard wird vom Bundesstaat Kalifornien wegen sexueller Belästigung verklagt. Ja, vom Bundesstaat. Außerdem brachten sie noch einiges anderes zutage. Frauen mussten doppelt so viel arbeiten wie ihre männlichen Mitkollegen, haben aber weniger bezahlt bekommen. Gleichzeitig haben die Männer auf der Arbeit teilweise halt einfach gezockt und sich besoffen. Man kann ja an den Gender Pay Gap glauben oder nicht, aber hier ist er wirklich nicht zu leugnen. Nicht nur, dass die Männer während der Arbeit einfach zocken und sich besaufen durften, nein, Frauen mussten sich auch noch damit abfinden, dass Überwachungskameras auf den Toiletten installiert wurden. Alter, ist das krank! Auf der Toilette! Außerdem wurden Frauen von Gehaltserhöhungen und Beförderungen systematisch ausgeschlossen, mit der Begründung, sie könnten ja schwanger werden und damit für das Unternehmen ausfallen. Wirklich? Ernsthaft, Blizzard? Ist das euer Scheiß ernst? Aber das ist noch nicht alles. Wenn eine Frau Urlaub nehmen wollte, musste sie dem Chef erstmal ein Essay schreiben, warum sie Urlaub machen will und was sie in diesem Urlaub denn so vorhat. Digga, das ist Urlaub, das geht euch einen absoluten Scheißdreck an. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Eine weitere Story ist, dass scheinbar seltsame Fetische bei Activision Blizzard herrschen, denn irgendwer fand es wohl lustig, diverse Muttermilchflaschen aus Kühlgeräten zu klauen. What the fuck? Muttermilchflaschen? Alter! Der Milchmann ist zurückgekehrt und keiner von euch ist sicher. Aber es geht noch weiter. Es gab auch diverse Drogenpartys im Unternehmen in einem Raum, der auch liebevoll Cosby Suite genannt wurde. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, warum dieses Unternehmen auf Platz 1 ist, wenn wir schon in einem anderen Sündenfall von Vergewaltigung geredet haben. Nun, der Grund ist der jetzt folgende Höhepunkt der Scheißigkeit. Der Höhepunkt war erreicht, als die Nacktbilder einer Mitarbeiterin geklaut und in der gesamten Firma weitergeleitet wurden. Die Angestellte wurde daraufhin so massiv gemobbt, dass sie sich das Leben genommen hat. Nicht ich sage das, sondern dieser Artikel. Das heißt, Activision Blizzard ist direkt für einen Tod verantwortlich. Natürlich wusste der Teufel von Blizzard, Bobby Kotick, über all das Bescheid. Der Gipfel der Frechheit kommt aber noch. Denn Activision Blizzard hat selbstständig eine interne Untersuchung durchgeführt, die diesen Fall behandeln sollte.
Und diese Untersuchung ist zu dem Fazit gekommen, dass Activision Blizzard absolut unschuldig sei. Wisst ihr, was wirklich das Traurige ist? Was mich an dem Ganzen geschockt hat? Das alles hat dem Unternehmen nicht geschadet. Denn auch nach all dem verzeichnete Activision Blizzard weiterhin Rekordgewinne. Und keine Firma hat ein Video mit dem Titel Der Sündenfall so sehr verdient wie Activision Blizzard. Aber kommen wir mal zum Fazit. Ich persönlich dachte ja bis jetzt immer, die so ziemlich schlimmste Gaming-Firma auf dem Markt ist EA. Und was die Qualität der Spiele angeht, mag das vielleicht auch noch stimmen. Aber wenn ich mir das Gesamtbild angucke, dann muss ich sagen, ist Activision Blizzard wirklich wesentlich schlimmer. Hey Leute, willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war die härteste Story, mit der ich mich hier bislang beschäftigt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, findet ihr hier jetzt an einer der Seiten die letzte Folge vom Sündenfall. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu smashen. Hier irgendwo an der Seite findet ihr das letzte Sündenfall-Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut raus, Leute, und bye.